Ja, letzten Sonntag, fast jeden Sonntag haben wir eine Premiere. Letzten Sonntag hat Sascha zum ersten Mal Bassgitarre gespielt. Diesen Sonntag hat Ina zum allerersten Mal Lobpreis geleitet. Ne? Also, das ist, warum sage ich das? Damit Ina sich gut fühlt, ja. Aber nein, das war nicht, das, ehrlich gesagt, war das nicht der wichtigste Grund. Nein, es ist ein schönes Zeichen zu sehen, dass sich hier was tut, dass hier auch Veränderung ist und neue Leute auch richtig Verantwortung übernehmen. Ne? Und wir hoffen, dass das, also ich hoffe, dass da noch viel mehr Leute, die ihr vielleicht noch nicht so oft zu Gesicht bekommen habt, weil wir auch nicht so oft präsent sind, ne, hier immer mehr die Bühne bevölkern. So, wir sind immer noch in den ersten vier Kapiteln hängen geblieben bei Matthäus. Das ist jetzt der fünfte Teil. Und der zweite Teil wäre diese große Bergpredigt. Aber da sind wir noch gar nicht hingekommen. Aber ich kann euch versprechen, nächstes Mal werden wir da sein. Aber für heute habe ich einen richtig langweiligen, also ich wollte eigentlich schon zur Bergpredigt gehen, aber dann davor waren so ein paar richtig langweilige Verse. Da dachte ich mir, nee, die müssen wir. Wir müssen die langweiligen Verse uns nehmen. Das ist besser, wenn wir darüber predigen. Ich lese diese langweiligen Verse einmal vor. Letztes Mal hatten wir die Versuchung Jesu. Das war nicht ganz so. Da ist ja schon eher was Außergewöhnliches passiert. Und Jesus hat seine Prüfung bestanden und kann jetzt seinen Dienst anfangen. Und wir lesen von Matthäus 4, Vers 12 bis Vers 17. Als aber Jesus hörte, dass Johannes gefangen genommen worden war, zog er weg nach Galiläa. Und er verließ Nazareth, kam und ließ sich in Kapernaum nieder, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht: Das Land Sebulon und das Land Naphtali am Weg des Sees, jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden, das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die im Land der Todesschatten wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und danach geht Jesus am See spazieren, sucht sich ein paar Jünger aus, danach tut er noch eine ganze Reihe von Wundern und so weiter. Aber das ist ja schon wieder spannender. Wir gucken uns mal diese komischen, langweiligen Verse mit Sebulon und Naphtali an und so, was das denn soll. Ne? Da ist ja mehr Jesaja als von Matthäus selber eigentlich in diesen Versen. Und zur Erinnerung, das sagen wir jedes Mal am Anfang, der Kontext bei Matthäus, der rote Faden bei Matthäus ist ja, Jesus ist ein König und er kommt auf diese Welt, um sein Reich zu errichten. Ja, das ist der Kontext. Und bis jetzt war das noch nicht so richtig offiziell. Ne? Klar, Jesus ist als König geboren und das hatte sofort internationale Verwicklungen. Da kommen irgendwelche Weisen aus dem Morgenland. Matthäus ist der Einzige, der darüber berichtet, ne? Weil Matthäus halt, aber Herodes wird richtig erschüttert in seiner Herrschaft und kriegt richtig Angst und fängt ein Massaker an als an den Kindern. Also es hatte schon Auswirkungen, ne? Dass Jesus jetzt als König kommt, obwohl er noch gar nicht in irgendeiner offizieller Form das proklamiert hat, trotzdem hat es schon Auswirkungen. Ne? Und Johannes der Täufer sammelt große Menschenmassen an und predigt: Tut Buße, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und was passiert dann? Johannes wird gefangen genommen, steht hier in Vers 12. Ja. Und interessanterweise steht das hier in so einer Passivformulierung. Also Johannes konnte nichts dafür, dass er gefangen genommen wurde. Das steht hier so, als ob Gott das zugelassen hat. Und wenn man berücksichtigt, dass Gott allmächtig ist, ja, dann hat Gott das wahrscheinlich zugelassen, dass Johannes der Täufer gefangen genommen wird.
Und wenn wir ein bisschen weiterlesen, dann erfahren wir, dass Johannes der Täufer auch so ein paar Probleme hat. Oder für ihn war das auch nicht so ganz einfach, ne? Er hat seinen großen Dienst gehabt und auf einmal, plötzlich, war der zu Ende. Und Johannes sitzt dann im Knast und fragt sich, Gott, war das jetzt alles oder was? Ne? Und ein bisschen später lesen wir ja, wie er dann Jünger zu Jesus schickt und man merkt, der Kerl sitzt da im Knast und hat Zweifel. Ja. Warum lässt Gott sowas zu? Wäre es nicht viel effektiver, wenn Johannes so lange wie möglich seinen Dienst beenden würde oder wenn Johannes vielleicht sogar im Teamwork mit Jesus arbeiten würde, wenn Johannes vielleicht sich mit Jesus absprechen würde und überall da, wo Jesus plant hinzugehen, könnte Johannes ja vorher schon hingehen und die Leute einmal klar machen oder die Menschen sammeln und so weiter. Ne? So würden wir denken. Und Gott ist nicht ganz so auf Effektivität ausgerichtet anscheinend. Oder Gott plant seine Effektivität ein bisschen anders. Ne? Gott hat auch den Dienst von Elia beendet. Ja? Und was passierte danach? Dann kommt der Nachfolger Elisa und er tut genau doppelt so viele Wunder, wie Elia getan hat. Und die Frage, die du dir stellen musst, ist so ein Handeln Gottes in deinem Weltbild, in deinem Glauben, in deiner Theologie, ist das da vorhanden? Ja? Weißt du, dass Gott, traust du Gott sowas zu? Dass Gott eben nicht immer diesen einfachen Weg geht, der Gewinnmaximierung und des Profits und den Weg, der unserem natürlichen logischen Verstand am nächsten liegt. Ja? Also logisch gesehen, rein menschlich, vom Organisatorischen her wäre es am besten, die beiden würden irgendwie Teamwork machen oder sich zusammentun. Aber Gott sagt, nee, Gott beendet den Dienst von Johannes und Jesus fängt seinen Dienst an. Gott beendet den Dienst von Elia und Elisa fängt seinen Dienst an. Und es ist ein Prinzip, was wir in der ganzen Bibel finden, das ist nicht nur ein Prinzip, es ist fast schon ein Charakterzug. Ja? Das ist Gottes Taktik von Tod und Auferstehung. Das Samenkorn fällt in die Erde, stirbt und bringt viel Frucht. Ja? Johannes gibt seinen Dienst auf und macht Platz für Jesus und Jesus fängt einen größeren Dienst an. Und wir Menschen sehen das oft nicht. Wir sehen dann immer, ja, wir sehen das Drama, ne? Wir sehen, jemand geht weg oder jemand kann etwas nicht mehr machen, was er eigentlich hätte machen müssen. Und dann denken wir so, ach schade, ne? hätte, Fahrradkette, wenn er doch dann so. Ne? Und Gott sieht das nicht so. Ja? Unzählige Geschichten gerade in der christlichen Mission. Die ersten Missionare in Argentinien, die kamen mit dem Schiff ans Ufer und sind da verhungert und hatten kaum Erfolg. Jim Elliot, die berühmte Geschichte, ne? Er reist als Missionar in den Dschungel zu einem komplett unerreichten Volk, er lebt dann ein paar Jahre mit denen und die bringen ihn um. Und Jahre später ist die ganze Volksgruppe fast christlich. Ne? Jahre später bricht in Argentinien eine gewaltige Erweckung aus. Das ist Gottes Taktik. Tod und Auferstehung. Jesus selber beendet seinen Dienst freiwillig nach 3,5 Jahren und stirbt am Kreuz und steht dann wieder auf. Und dann startet die Geschichte erst richtig los. Ja? So, und diese Denkweise, ne? Das ist das Erste, was mir wichtig ist, euch das bewusst zu machen. Ja? Wenn Gott etwas beendet und nicht du selbst, dann kannst du darauf vertrauen, dass etwas Größeres entstehen wird. Ja? Der Dienst von Johannes dem Täufer endet hier und der Dienst von Jesus beginnt jetzt. Und Jesus hat in Kapernaum gewohnt, das auch
Ja. Nazareth ist er groß geworden, er hat in Kapernaum gewohnt. Hier ist der See Genezareth, hier ist Kapernaum. Es ist nicht so weit entfernt, aber er zieht an den See. So, und der See war sozusagen das industrielle, ja, das wichtigste industrielle Gebiet. Das kann man natürlich so nicht sagen, weil es nicht industriell im heutigen Sinn war. Aber um den See herum, der See ist unglaublich reich an Fischen. Ja. Und die Leute hatten dort einen ziemlich großen Wohlstand, die am See gewohnt haben. Plus es herrschte ein reger Verkehr. Das war nämlich die Gegend, in die Jesus zieht, war so ziemlich die, heute würde man sagen, die unchristlichste Gegend in ganz Israel. Oder damals müsste man sagen, korrekterweise, die unjüdischste Gegend in ganz Israel. Es ist komplett im Norden. Das religiöse Zentrum ist im Süden, in Jerusalem. Jesus ist komplett im Norden und wir lesen hier, er verließ Nazareth, kam und ließ sich in Kapernaum nieder, das am See Genezareth liegt. Ich habe vorher falsch gesagt, Nazareth ist hier, Kapernaum ist oben am See. So, Nazareth nach Kapernaum. In Nazareth ist er aufgewachsen, ne? Im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Sebulon und Naphtali sind zwei Stämme, ne? Von den 12 Stämmen. Das sind die nördlichsten Stämme. Werden wir uns gleich noch ein bisschen genauer angucken. Ja. Und warum schreibt Matthäus sowas hier? Ja. Warum ist das für Matthäus so wichtig? Das erfahren wir in Vers 14. Ne? Da steht, damit erfüllt wird, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist. Und wenn ihr hier die Predigten gehört habt, dann wisst ihr, das ist so, das ist die Typ, vielleicht die am häufigsten auftretende Formel, Redewendung im Matthäus-Evangelium. Das ist der Punkt, den Matthäus machen will. Oder Matthäus möchte hier einen Punkt machen. Er möchte hier seinen jüdischen Hörern, Lesern erklären. Das, was hier passiert, das ist nicht zufällig. Dass Jesus von einem Kaff Nazareth in ein anderes Kaff Kapernaum zieht, na gut, das waren damals keine Käfer, das waren schon eher die größeren Städte dort. Ne? Aber trotzdem, es war nicht so bedeutend wie Jerusalem. Ne? Wieder menschliche Logik wäre, Jesus, du müsstest doch nach Jerusalem gehen. Und in den Evangelien lesen wir, dass sogar die Brüder von Jesus ihn irgendwann drängen. Hey, wenn du hier, Jesus hat da schon gewirkt und Jesus hat nach einer kurzen Zeit im Norden auch relativ viel Erfolg. Aber irgendwann sagen sie, hey, wenn du irgendetwas auf dich hältst, wenn du ein Prophet sein willst, wenn du wirklich der bist, der du behauptest, dann musst du nach Jerusalem. Du musst in die Hauptstadt. Und Jesus so, nö, ich bleibe hier in der nördlichsten Ecke in Jerusalem. Ja. Und was war das für eine Ecke? Was war das für ein Gebiet? Dieses nördliche Sebulon und Naphtali, ja. Was ist der Punkt, den Matthäus hier machen möchte? Ja? Und interessantes Detail auch noch, Kapernaum war eine Hochburg der Pharisäer. Oh, Moment, müssten die nicht auch in Jerusalem sein? Jein, in Jerusalem waren die Sadduzäer. Die Sadduzäer waren die offiziellen Tempelangestellten sozusagen, ne? Offiziell bedeutet, die haben davon gelebt. Die hatten keinen anderen Job. Als Pharisäer konntest du durchaus auch noch einen anderen Job haben. Aber die Pharisäer waren sozusagen die Sadduzäer und die Pharisäer waren sich Spinnefeind. Die Sadduzäer waren im Grunde, die haben nicht an die Auferstehung der Toten geglaubt. Die haben angefangen, das Ganze übernatürliche, mysteriöse zu verneinen. Die Pharisäer waren genau das Gegenteil. Die haben versucht, das alles so genau wie möglich zu folgen und die beiden mochten sich nicht. Und die Pharisäer waren im Grunde die Fundamentalisten oder die Erzkonservativen, die versucht haben, so genau wie möglich das Wort Gottes zu befolgen. Und die hatten natürlich, in Jerusalem waren die Sadduzäer hatten die einen größeren Einfluss, aber hier in Kapernaum gab es eine große Schule von Pharisäern, und auch hier in der Gegend, und das wird natürlich auch, Jesus wird natürlich, ne, wie es sich für einen ordentlichen Messias gehört, mit beiden Gruppen clashen. Ja?
das ist auch immer. Jesus lässt sich nicht von einer Gruppe vereinnahmen. Ja. Jesus wird auch nie ganz auf deiner Seite sein. Nie ganz. Ja. Weil Jesus ist seine eigene Seite. Okay, was sagt jetzt Jesaja hier? Vers 15. Das Land, hier steht, das Land Sebulon und das Land Naphtali, am Weg des Sees, jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Es ist erstens ein langweiliger Vers, weil da irgendwelche komischen Namen und Ortsangaben sind. Und weiß ich nicht, wenn ihr so ein bisschen Bibel-Nerd-mäßig unterwegs seid, wenn ihr ein bisschen normal seid und sowas liest, dann solltet ihr euch eigentlich fragen, so, was soll das alles? Matthäus, was, ne? Ich check das nicht. Und das ist voll okay, dass du 2021 so etwas nicht checkst. Diese kulturellen und soziologischen Referenzen, die Matthäus hier macht, das ist normal, dass du das nicht checkst. Aber es ist nicht normal, wenn du einfach so drüber hinwegliest. Jeder Bibelvers, den du nicht verstehst und wo du einfach so drüber hinwegliest, du musst zumindest registrieren, dass du da eine Frage hast. Ja? Und den Leuten damals war schon klar, worauf Matthäus hier anspielt, weil die kannten den Jesaja ja ein bisschen besser. Ne? Und ein Begriff ist hier auffällig, das Galiläa der Heiden. Galiläa ist sozusagen ein Sammelbegriff, ne, für diese ganze Gegend da um den See. Aber warum nennt er das Galiläa der Heiden? Und warum ist Jesus ausgerechnet im Galiläa der Heiden unterwegs? Und nicht im, es gab nämlich noch ein anderes Galiläa, wo nicht so viele Heiden waren. Ne? Und Matthäus möchte hier von Anfang an ein Ausrufezeichen setzen und sagen so, hey, meine lieben jüdischen Leser, Zuhörer, ja, Jesus ist von Anfang an auch zu den Heiden gekommen. Und das war für uns natürlich heute so, ja klar, sonst wären wir hier nicht heute hier. Ne? Sonst würden wir uns heute hier nicht im Namen Jesu treffen, wenn das nicht passiert wäre. Damals aber keine kleine Sache. Damals war das ein richtiger kultureller Affront. Das war ein richtig so, boah, wie kannst du nur, ne? So, das war, ne? Und es gab im Grunde zwei Galiläas. Es gab das Galiläa der Juden und das Galiläa der Heiden. Das kommt daher, dass König Salomo vor noch viel längerer Zeit im Alten Testament dem König Hiram von Tyros einfach mal 20 Städte aus dieser Gegend geschenkt hatte. Und der König von Tyros war überhaupt nicht erfreut, weil diese Städte, das waren einfach unwirtschaftliche Käfer, die nur Geld in die Staatskasse gefressen haben. Er hat sich auch gleich beschwert bei Salomo, hat sich aber nicht getraut, gegen Salomo aufzumucken, weil Salomo mächtiger war. Und Salomo hat einfach so, das wäre vielleicht auch für die heutige Politik, so unwirtschaftliche Städte könnte man vielleicht so ans Ausland verschenken. Ich reiß mich jetzt zusammen und sage nichts mehr. Salomo hat das so gemacht. Ne? Und es hat natürlich geschichtlich die Folge, dass sich in dieser Gegend langfristig die Juden irgendwann in der Minderheit waren. Und die haben viel mehr, hier hat alles Mögliche gewohnt. Ja? Was heute natürlich normal ist, aber damals war das überhaupt nicht normal. Hier waren ganz viele Leute aus Phönizien, aus Tyros. Ne? Jesus, der begegnet ja in seinen, wo er durch die Gegend geht, dieser syrophönizischen Frau und alles Mögliche. Ne? Wir erfahren eine Geschichte, wo Jesus aus dieser Gegend, wo Jesus Dämonen aus Schweineherden austreibt. Das ist absolut undenkbar, wenn man weiter südlich nach Jerusalem geht, da auch nur irgendwo ein Schwein zu sehen. Ja? Das würde gar nicht gehen. Hier im Norden ist das möglich. Ja? Hier im Norden gibt es alles Mögliche, gibt es auch eine Menge Prostituierter. Und, ne? So, also das ist eine richtige Multikulti-Gegend hier. Im Galiläa der Heiden sind sogar die Juden in der Minderheit, ne? Obwohl das eigentlich ihr Gebiet ist. Ne? Und Matthäus macht das hier deutlich. Jesus geht dahin, wo es nicht so alles glatt läuft, wo nicht alles super ist. Jesus geht dahin, wo er geht da ins Abseits. Ne? Er geht in diese Orte, die jetzt für die Juden
Und für die Hebräer in ihrem Weltbild war das nicht der wichtigste Ort. Ne? Klar, das war schon wichtig, weil da hat man guten Fisch gekriegt von da oben und so. Ne? Die Leute haben auch richtig Kohle gemacht da. Da war auch, weil auch Multikulti war, war auch so viel Handel mit den benachbarten Völkern so. Denen ging es gut, denen ging es richtig gut da oben. Aber das war nicht so das Gebiet, wo man jetzt irgendwie aufgeschaut oder dass man oder Leute hat man nicht respektiert. Und das merkt man auch in den Evangelien. Ne? Dann, als Jesus da die Jünger, ne, man liest dann so Sprüche, was kann aus Nazareth gut kommen? Ne? Aus Nazareth steht kein Prophet auf und so. Man hört dann die ganze Zeit so abfällige, von den Leuten aus Jerusalem hört man ganz oft so abfällige Äußerungen über diese Gegend. Ja? Aber Jesus, das ist der Punkt, den Matthäus macht, Jesus beginnt seinen Dienst im Abseits und nicht im Zentrum. Das ist auch wieder ein Muster, was wir durch die ganze Bibel sich so zieht. Ne? Du begegnest Gott eher in der Wüste manchmal als in der Kirche. Ja, du begegnest Gott eher da, wo du ihn nicht vermutest, als da, wo du ihn vermutest. Das ist sehr, sehr häufig so. Ne? Und Jesus geht auch zu den Leuten, die jetzt nicht unbedingt die frommsten und die bravsten und die nettesten sind. Jesus hat überhaupt keine Scheu davor. Ne? Und wenn Christen zu lange nur unter sich sind, dann entwickeln sie eine Scheu vor so Leuten, die, ja, die nicht ihrem Weltbild entsprechen. Okay, jetzt steht hier noch mehr Komisches. Ne? Das ist das Galiläa der Heiden. Das haben wir jetzt ein bisschen verstanden. Was bedeutet denn dieses am Weg des Sees? Am Weg des Sees beschreibt eine ganz berühmte Straße. Und diese Straße hat in der Geschichte Israels eine ziemlich eindeutige Bedeutung. Das ist nämlich der Weg, auf den die assyrische Armee kam und den Norden besiegt hat. Und Jesaja hat in dieser Zeit gelebt und in dieser Zeit prophezeit. Der Norden wurde zuerst, es gab ja damals im Alten Testament Israel, das Nordreich und Juda im Süden. Und der Norden wurde zuerst besiegt und in die Gefangenschaft weggeführt. Und dann Jahre später auch noch ist mit Juda das Gleiche passiert. Und wenn wir mal zurückgehen und anschauen den Kontext in Jesaja, das ist richtig interessant, das ist ja worauf Matthäus hier anspielt. Und wir werden dann merken, die Geschichte ist ganz schön vielfältig oder da sind viele, viele Ebenen, wie bei so einer Zwiebel, wo man eine Schale nach der anderen, eine Bedeutungsschale nach der anderen sozusagen abziehen kann. Ja. In Jesaja 8, da lesen wir so, ne, da fängt Jesaja an zu prophezeien zu dem Volk. Übrigens, ne, Gott hat jetzt ein neues Werkzeug und das Werkzeug heißt Assyrien. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wenn Jesaja das irgendwo in der Synagoge oder im Tempel oder auf dem Marktplatz oder sonst wo gepredigt hat, wenn er sagt, die Assyrer sind jetzt Gottes Werkzeug, die Leute haben wahrscheinlich den Drang gehabt zu kotzen, wenn sie das gehört haben. Warum? Die Assyrer waren mit das brutalste Volk, die haben ihren besiegten Feinden lebendig die Haut abgezogen und solche Späße gemacht. Sie waren der absolute Todfeind von den Israeliten. Ne? Dreimal dürft ihr raten, warum Jona sagt, nee Gott, ich werde da nicht deine Botschaft predigen, nachher bist du denen auch gnädig. Ich will nicht, dass du denen gnädig bist. Ne? Die sollen alle in der Hölle brennen, diese Leute. Deswegen ist Jona abgehauen. Er hatte keinen Bock auf diese Leute. Die wollten keine Gnade für diese Leute. Ne? Und jetzt kommt Jesaja und sagt, übrigens, Gott hat sich ein Werkzeug ausgesucht. Dieses verhasste Volk, die euch umbringen wollen und die ihr am liebsten auch umbringen würdet, wenn ihr denn könntet, könnt ihr aber nicht. Ne? Und Gott sagt, die werden kommen und hier alles platt machen, sagt Gott durch Jesaja. Ja? Und das wird nicht mehr lange dauern. Und Jesaja prophezeit in einer Zeit, wo quasi die assyrische Armee schon auf dem Weg ist. Und natürlich, die Leute haben ihm nicht geglaubt und die haben alles Mögliche versucht, um das zu machen. Und die haben natürlich haben sie ne, den Boten Jesaja sofort gesagt, das sind Fake News und das kann gar nicht sein, wir sind das Volk Gottes, bla bla bla, ne, und so weiter. Und außerdem steht ja hier das Heiligtum und wir sind doch Gottes Volk, das kann Gott doch nicht zulassen, so, und Jesaja so, doch. Ja. Und dann
Und dann lesen wir da weiter, ne, was Jesaja da so alles prophezeit. Jesaja sagt dann zum Beispiel in Vers 19, wenn sie euch aber sagen werden, befragt die Totenbeschwörer und die Wahrsager, die flüstern und murmeln. Flüstern und murmeln, die ist sinnbildlich für Zaubersprüche sprechen. Ne? Das haben die gemacht. Ich meine, das war das Volk Gottes und die haben sich darauf berufen, dass sie das Volk Gottes sind. Aber heimlich hat das Volk Gottes in der Zeit Jesaja, als Jesaja das prophezeit, die haben Totenbeschwörer und Wahrsager befragt. Die haben, ne, die haben ihre Deals mit dem Teufel gemacht. Also das Volk, der Zustand vom Volk Gottes war katastrophal. Ne? Jesaja sagt ihnen, ey, ihr befragt Totenbeschwörer. Ne? Und dann, was prophezeit Jesaja noch? Sie werden bedrückt und hungrig im Land umherschleichen. Und wenn sie dann Hunger leiden, werden sie in Zorn geraten. Sie werden ihren König und ihren Gott verfluchen. Wenn sie sich dann nach oben wenden oder wenn sie auf die Erde sehen, siehe, so ist da Drangsal und Finsternis, beängstigendes Dunkel und dichte Finsternis wird es verstoßen. Und das ist die Zeit, in der das hier Jesaja 8 spielt. Und das ist die Zeit, zu der Matthäus jetzt eine Parallele zieht und auf die Matthäus anspielt. Er sagt damals, als in Israel so richtig Endzeitstimmung war, da ist eine riesige Armee, die ist auf dem Weg hierhin. Das Volk ist komplett, das Volk hat ihren Gott vergessen, hat das Gesetz vergessen, befragt, treibt okkulte Sachen, das Volk hat Hungersnot, das Volk ist total in Angst, die sind in Panik, die sind in Endzeitstimmung. Ne? Da gibt es hier noch ein paar richtig coole, krasse Verse. Ne? Dann steht dann zum Beispiel in Vers 8, Vers 11, auch in dem gleichen Kontext, ne? Was macht das Volk, wenn Panik Unsicherheit ist, wenn Bedrohung über dem Haupt schwebt, was macht das Volk? Das sagt, das ist ganz logisch und das ist heute genauso und das war zur Zeit Jesu genauso und wir können hier quasi eine dreifache Parallele ziehen, ja? In Jesaja 8, Vers 11, denn so hat der Herr zu mir gesprochen, indem er mich fest an der Hand nahm und mich davor warnte, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen. Also Jesaja sagt das zu seinen Zuhörern, ne? Und er sagt, hey, Gott hat mir gesagt, ich soll auf keinen Fall so ticken und das machen, was ihr macht. Oh, ne, könnt ihr euch denken, wie die getriggert waren. Hältst du dich etwa für was Besseres und so? Ne? Und dann sagt Jesaja, was sie denn machen. In Vers 12. Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht. Und erschreckt euch nicht. Ne? Oh, so, ne? Die waren so, also, was haben sie gemacht? Sie haben sich in Verschwörungstheorien geflüchtet. Das ist ja immer angenehm, weil da ist ja immer irgendjemand anders oder irgendeine größere Macht, irgendein größeres System schuld, dem man hilflos ausgeliefert ist. Das ist ja so die Anatomie davon. Ne? Also da war Endzeitstimmung, da war Hunger, da war Okkultismus, Totenbeschwörer gefragt. Und das Volk, anstatt dass das Volk seine eigene Schuld einsieht und sagt, hey, wir haben Gott verlassen, wir haben uns nicht um Gottes Gebote gekümmert, ne? Und deswegen passiert das Ganze überhaupt, haben sie gesagt, da sind irgendwelche Verschwörungen im Gange und deswegen, ne, werden wir jetzt platt gemacht von den Assyrern oder deswegen passiert sowas. Ne? Und Gott sagt zu Jesaja, ey, du sollst da nicht mitmachen. Ne? Und das ist die Zeit, auf die Matthäus anspielt. Keine so coole Zeit damals. Ne? Und ja, es war keine so coole Zeit. Und dann prophezeit Jesaja aber, dann gibt es auf einmal eine Wende und Jesaja sagt dann, doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist. Wie in der ersten Zeit das Land Sebulon und Naphtali gering gemacht wurde, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden, das Galiläa der Heiden. Das ist der Vers, den Matthäus zitiert. Nach der ganzen Weltuntergangsstimmung gibt es auf einmal eine Wende und dann sagt Jesaja, aber hier wird was passieren. Hier in dieser Gegend, ja, in dieser Gegend, die zuerst von den Assyrern platt gemacht wurde, in diese Gegend wird auch zuerst das Evangelium kommen. Hier wird die Befreiung starten. Hier wird es alles anfangen. Ja. Das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen und über den Bewohnern des Landes der Todesschatten. Und das war für die Leute damals keine poetische Metapher,
das Land der Todesschatten. Nein, da war eine assyrische Armee, die sie alle köpfen wollte. Und das Warten auf diese syrische Armee, das war ein ganz, ganz realer Todesschatten und ein sehr gefährlicher. Und diese Leute, die da sitzen, verzweifeln in ihrer Angst, in der Ungewissheit vor dem, was kommt und sich in irgendwelche Verschwörungstheorien der Realität entfliehen. Jesaja sagt, hey, bei euch wird die Befreiung anfangen, die wirkliche Befreiung. Ja? Und natürlich haben die Leute das nicht verstanden. Und vielleicht hat Jesaja das auch selber nicht verstanden. Vielleicht wusste Jesaja nicht, dass das erst hunderte von Jahren später die richtige Befreiung passiert. Da sind ja viele kleinere Befreiungen passiert und sie durften aus dem Exil zurück und so. Ja? Aber jetzt, das ist der Punkt, den Matthäus macht. Ja, und danach geht es nur noch positiv weiter. Große Freude, alles wird gut, Happy End und so weiter. Ne? Und wenn wir dann zurück zu Matthäus gehen, Matthäus spricht genau auf diesen Punkt an. Er zieht die Parallele zu dieser Zeit und dann sagt er, hey, und jetzt, dass Jesus von Nazareth nach Kapernaum zieht, das ist sozusagen der Startschuss. Das ist der Beginn der göttlichen Invasion. Oder des Kreuzzuges, wenn wir mal einen richtig bösen Triggerbegriff benutzen wollen. Ja? Das ist der Beginn, der Start, ja? Wo Jesus anfängt, die Erde zurückzuerobern. Und genau in dem Gebiet, ne, und genau über die gleiche Straße, über die assyrische Armee gekommen ist, kommt jetzt Jesus und er bringt das Licht. Das ist Matthäus Logik hier. Ne? Das ist, also mir war das nicht klar, weil ich nicht in dieser Kultur aufgewachsen bin. Wir müssen uns da erst, wir brauchen diesen historischen Background ein bisschen, um das zu verstehen. Und in was für einer Zeit leben die Zuhörer von Matthäus jetzt? Oh, naja, überall sind römische Wachposten da. Und die Römer, ja, die können dir auch mal eine Hand abhacken, wenn du die Steuer nicht rechtzeitig bezahlst oder wenn du die komisch anguckst. Ne? Das war kein Problem für die. Ja? Wir haben hier eine weitere Parallele. Die Israeliten sind genauso unter dem Todesschatten wie zur Zeit Jesaja. Ja? Also es hat sich immer noch nicht gebessert. Israel hatte ja in der Zwischenzeit hatte Israel ja so einiges, ne? Persien, Griechenland, Ägypter, Syrer, fünf verschiedene Mächte haben das Land quasi ausgebeutet. Und am Ende gegen die Syrer haben die sich nach einem brutalen Guerilla-Befreiungskrieg haben sich die Juden dann irgendwann durchgesetzt, nur um dann von den Römern betrogen zu werden und endgültig sozusagen in Gefangenschaft kommen. Gefangenschaft heißt, sie mussten dann Abgaben zahlen und alles. So. Das war ein richtig traumatisches Erlebnis. Und dann, was kommt noch dazu? 400 Jahre lang, zwischen Maleachi und Matthäus, 400 Jahre lang keine einzige Nachricht von Gott. Kein Prophet steht auf. Kein Richter, kein König, sonst irgendwas, irgendein Mann von Bedeutung. Nichts. Gott schweigt. Ne? Und wir haben wieder eine Zeit von extremen politischen Umbrüchen, ne? Starke gesellschaftliche Polarisierung, allein schon Pharisäer, Sadduzäer, da gab es noch ein paar andere. Ne? Und Matthäus zieht genau diesen Vergleich und macht genau diese Anspielung. Genauso dreckig, wie es den Leuten in Jesaja 8 ging, genauso dreckig geht es euch eigentlich auch. Ne? Und guck mal, die letzten 400, 500 Jahre, hey, ihr seid aus der Gefangenschaft rausgekommen, aber seid ihr wirklich frei? Nein, seid ihr nicht, ja. Ihr seid der Spielball politischer Mächte. Und jetzt, sagt Matthäus, jetzt wird sich das ändern. Ja? Da kann man den Jüngern auch nicht verdenken, dass sie gedacht haben, Jesus wird die Römer besiegen. Das ist dann wieder so, wenn wir das natürlich logisch weiterdenken. Und Jesus hat die Römer auch besiegt, ja, aber anders. Ne? Nicht mit dem Schwert. Ja. Sondern Jesus hat die Römer besiegt, indem er sie alle zu Kindern seines, oder viele von denen zu Kindern seines Reiches gemacht hat später. Ja. Und
wenn wir dann in Jesaja 9, wie geht das weiter? Worauf spielt, Matthäus zitiert hier nicht den ganzen Jesaja-Text, aber ihr könnt davon ausgehen, dass die meisten seiner Leser genau wussten, was danach kommt. Ich habe ja schon gesagt, da kommt so eine Wende. Ne? Und in Jesaja 9 lesen wir dann auf einmal, ne? Also das Volk, das im Finstern wandelt, wird ein helles Licht sehen, da wird jemand kommen. Ja? Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut. Sie werden wie Sieger jubeln, wenn sie die Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, also die Fesseln. Du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastet, den Stab, der auf seiner Schulter ist, den Stock des Treibers, also der Stock, der dich quasi schlägt, damit du schneller gehst. Ja, das wird zerbrochen werden. Und dann sagt Jesaja hier diese berühmten Verse. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst, Friedensherrscher. Und seine Herrschaft wird kein Ende haben und es wird auf der ganzen Erde Friede sein. Das ist die Anspielung, die Matthäus hier macht. Und er sagt, das hat jetzt angefangen. Ja. Dass Jesus seinen Wohnsitz ändert, ist der Beginn von all dem. Das ist der Beginn davon, dass irgendwann auf dieser ganzen Erde Frieden herrscht. Und das ist schon 2000 Jahre her und wir haben noch nicht Frieden auf der ganzen Erde. Ja. Aber, ja, denkt dran, Gottes Strategie ist nicht ständige lineare Zunahme, sondern Tod und Auferstehung. Ja, das ist Gottes Strategie. Und Jesus ist hier der, ne, wenn die Juden, die unter römischer Knechtschaft diese Verse hören, du hast den Stecken des Treibers zerbrochen, ne? Klar, die haben an römische Steuereintreiber gedacht. Ne? Jesus hat noch ein paar mehr Treiber gesehen mit ihren Stecken. So Treiber wie zum Beispiel Macht und Egoismus und Sex und Geld und solche Treiber und all diese Götzen, die jeder, sowohl die Römer als auch die Juden, genauso hatten. Jesus war noch ein bisschen gründlicher als nur, hey, da sind so böse bewaffnete Leute, die mir das Geld wegnehmen. Ja? Aber trotzdem, das ist der Anfang hier. Ja? Und Jesus wird hier im Grunde ja, beschrieben wie so ein Mann hinter feindlichen Linien. Gottes Special Agent hinter feindlichen Linien, in feindlichem Gebiet und er fängt an, hier seine Basis aufzurichten. Und mit welchen Worten startet Jesus seine Offensive? Ja, da sind wir beim letzten Vers. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Oh, Moment mal. Die Predigt kannten wir schon aus Matthäus 3. Ne? Johannes der Täufer hat genau das Gleiche gepredigt. Johannes der Täufer beendet seinen Dienst und man hört nicht mehr Johannes den Täufer tut Buße predigen. Und jetzt kommt Jesus und er predigt genau das Gleiche. Warum macht er das? Ja? Und wenn wir an die Reden Jesu denken, ist diese Predigt eigentlich nie die erste, die uns einfällt. Wir denken, ne, wenn ich sage, was sind so die berühmtesten Worte Jesu, garantiert über der Hälfte, denen wird irgendwas aus der Bergpredigt einfallen oder so. Das kommt ja auch im nächsten Kapitel. Aber, oder irgendwelche anderen berühmten Verse, so, geben ist seliger als nehmen. So, ne? Was du nicht willst, dass man dir tut, das so diese goldene Regel aus der Bergpredigt oder selig sind die und so weiter. Oder Jesu Worte am Kreuz und all das andere. Ja? Aber das ist der Beginn oder das ist die Grundlage für die Botschaft Jesu. Das ist die Grundlage für all die anderen Worte. Deswegen nehmen wir uns hier die Zeit und tanzen so ausführlich hier in diesen Anfangskapiteln in Matthäus rum und gehen nicht gleich zu den leckereren Teilen in 5, 7 oder 12 oder 13 ja? Oder 24, 25, 26. Ja? Die Grundlage ist, ja, Jesus startet seine Offensive mit den Worten tu Buße. Das Friedensreich ist nahe herbeigekommen. Das Reich Gottes ist nahe. Ja. Wie bringt Jesus Licht nach Naphtali und Sebulon in den Norden von Israel? Tut Buße,
Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ja. Wie beginnt die Befreiung? Tut Buße. Deine Befreiung beginnt damit, dass du Buße tust. Genauso wie die Befreiung des Norden Israels von den Römern damit beginnt, dass sie Buße tun und nicht die Römer angreifen. Ja. Und was sind die Rahmenbedingungen für all das, was da kommt, für all die Prinzipien und Regeln des Reiches Gottes, ja, in Römer 5, 6, 7, in Matthäus 5, 6, 7, in Matthäus 13 für die Gleichnisse. Was ist die Grundlage und die Rahmenbedingung? Tu Buße. Ja. Und das ist der Beginn auch von deiner Befreiung. Ja, tu Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Habe diese Einsicht, dass auch du eine Baustelle bist, dass auch bei dir nicht alles perfekt ist. Hab diese Einsicht, dass auch du nicht von Geburt an mit all deinen Angewohnheiten und Denkweisen passend und fit und ja, für das Reich Gottes bist. Sind wir alle nicht. Ja? Aber, und das ist die gute Nachricht, es gibt eine Möglichkeit, dass wir das werden. Es gibt eine Möglichkeit, dass wir das Reich Gottes sehen und in das Reich Gottes hineingehen können. In Johannes macht Jesus diese Unterschiede zwischen dem Reich Gottes sehen und das Reich Gottes hineingehen. Aber der Beginn von all dem und der Beginn von deiner Befreiung ist, tu Buße. Amen. Jesus, du bist nicht nur nach Naphtali und Sebulon gekommen, du bist auch nach Bielefeld gekommen und nach Deutschland und nach Europa und auf die ganze Welt. Und wir danken dir dafür, dass du hier schon so viele Herzen überführt hast, zur Einsicht gebracht hast. Ich danke dir, dass ich schon oft Buße tun durfte, schon oft Fehler einsehen durfte. Und ich sage ganz bewusst durfte, weil es ist etwas Gutes. Es ist der Beginn der Befreiung. Und ich wünsche mir, dass diese Denkweise, dass die Fehlereinsicht oder Buße, die Sinnesänderung, dass wir das als absolute Grundlage, als Lebensstil begreifen. Dass dein Reich, dass das uns, es ist noch nicht alles, aber das ist, was absolut notwendig ist für dein Reich. Danke dafür. Und danke, dass du heute genauso gnädig und liebevoll uns zur Einsicht, zur Buße bringen willst. Und ich fordere dich auf, gib Jesus die Erlaubnis, gib dem Geist Gottes die Erlaubnis, dass er das bei dir machen darf. Sag es ihm im Gebet. Und dann achte darauf, was in der nächsten Woche passiert. Amen. Wir hören noch ein Lied.